Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Und wir haben vor, jetzt mal die Dinger, die wir eingesammelt haben in den letzten Folgen, mal zu verkaufen. Southwest, wissen wir? Ah, ich glaube schon, ich weiß, wo die uns schickt. Wahrscheinlich eher zu den Läden. Sei denn, wir finden hier irgendwo in der Nähe auch noch welche. Nochmal welche. Aber wir müssen ein bisschen was hier verkaufen. Und dann auch noch ein paar Sachen reparieren. Ich glaube, wir gehen einfach zu unseren bekannten Waffenläden da. Die beiden. Verkaufen, reparieren da alles. So. Müssen auch schon gleich da sein. Wird wahrscheinlich wieder 10 Tage dauern, bis alles repariert ist und so, aber. Ja. Dann müssen wir wieder Heilpotions voll machen. Hier haben wir auch direkt eine Taverne. So. Oh, wir sind dran vorbei. Super. Und. Ah, hier haben wir auch nochmal einen. Kennen wir den? Ne, den kennen wir noch gar nicht. Dann gehen wir hier mal rein. Mal gucken, was der hat im Sortiment. Vielleicht hat er auch noch irgendwas aus Ebenerz. Moin, ich will erstmal was verkaufen, ja? Mithrilhelm? 1000 Gold? Sagen wir nicht nein. Dann Elfenhelm? 600 Gold? Power Shield? 36 Gold? Okay. Geht auch klar. Noch ein Power Shield? Dolch, wieder ein Gold. Ja. Ich kenne doch meine Dolche. Godsword. 2 Gold. Ah, ich hatte gehofft, das wäre mehr wert. Dass er sagt, das ist mehr. 3768 Gold. Ja. Mal gucken, wie viel wir jetzt sind. Schon gleich bei 40.000. Nice. Panko. 1 Gold. Wakizashi. 100 years old und es ist nur 5 Gold wert. Mace. 5 Gold. Warhammer. 15 Gold. Schwartbau, den behalten wir mal. 327 Gold. Wir müssen auch immer schauen, dass wir nicht das verkaufen, was wir ausgerüstet haben. Den haben wir wahrscheinlich ausgerüstet. Von denen 1715 Gold. Gefällt mir. Wir sind schon bei 40.000. Hier haben wir noch ein Crystal. Ne, den verkaufen wir nicht. Den behalten wir. Dann Ring, den haben wir an. Bracelet 1031. So. Noch ein Bracelet, 1031. Noch ein Bracelet, 1031. Oh, gefällt mir immer mehr. Dann haben wir hier noch ein. 1031. Ein Belt. 93. Okay, Belts sind nicht so viel wert. Den Belt haben wir wahrscheinlich an, oder? Ja, den haben wir an, den lassen wir. Dann haben wir hier noch die Torx. 4781 Gold. Yo. Hier noch ein Torx. 4781, nice. Dann haben wir hier noch ein Amulett. Ah, den behalten wir. Hier noch ein 93 Gold, schade. Und noch ein Amulett 234. Okay, so. Okay, gibt es nichts mehr. Dann
Gucken wir erstmal hier. Guck mal, 54.000 haben wir schon. Da muss jetzt hoffentlich irgendwas aus E-Merz haben. Nee. Aber hier hoffentlich. Na, hat er auch nicht. Aber dann gehen wir mal in die anderen Läden mal rein. Und markieren den hier aber auch schon mal auf der Map. So. Hier. Waffen. Ja. Und dann gehen wir mal auf die andere Seite. Hier gab es ja auch einen. Der muss irgendwas aus dem Herz haben. So. Kaufen. Nee. Ebony Helm haben wir ja. Ebony Battle Axe haben wir. Hä? Hat ich versehentlich jetzt auf Verkaufen gegangen? Wie geil, dann reparieren wir hier. Lattenkürat. Oder ne, bevor wir irgendwas reparieren, jetzt mal alle abklappern nach irgendwas nach Ebenerz. Etwas, was wir noch nicht aus Ebenerz haben. So, dann haben wir da unten noch einen Waffenladen. Süden. Südwestlich ein bisschen von hier. Da. Da ist der hier. Gehen wir mal da rein. Ja. So. Dann gucken wir mal. Ne, hier hat er nichts. Der hat nichts. Müssen wir andere Waffenläden mal suchen. Gehen wir mal andere Waffenläden suchen und hoffen mal, dass da auch irgendwas aus Ebenerz ist. Hier im Süden müsste doch bestimmt irgendwas sein. Aber hier gibt es keine Mauer. Haben eine Taverne wieder. Wir können auch mal nachfragen, so wo welcher Waffenladen ist. Oder hier. Nearest Store. Noch West of here. Okay. Ich glaube, ich weiß, wohin der mal schickt. Aber warte mal. Wie viele Equipment Stores gibt es? Ah, nur 3. Okay, hier gibt es nur 3. Na, dann könnten wir mal vielleicht in eine andere Stadt gehen. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Gut, dass ich hier hingegangen bin. Dann gehen wir halt zur Magiergilde und schauen mal da, was es da noch gibt. Aber die haben halt nur 3 Waffenläden hier. Finde ich irgendwie schade, aber naja.
So, wo geht's jetzt hin zur Magiergilde? Müsste schon jetzt langsam rechts gehen. Nein, noch nicht. Ja, hier einfach geradeaus. Dann sind wir schon da. Gehen wir mal da rein, füllen mal ein bisschen alles auf. Ey, sehr werte Kollege. 50.000 Gold, da können wir auf jeden Fall locker was Gutes holen. So, Magic Items. Was hat der? Elbenbild. Nee, hat er nicht. Zumindest nicht das, was ich mir wünsche. Ah, wir können... Warte. Potions, wie viel haben wir? So. Potions, of Healing. Ah, wir können mal die Amulette mal gucken, was die da... Und so weiter. Detect Magic. Oder das hier. I can tell you if that is magical, but I... it will cost you... Ja, komm. The item is now identified in your inventory. Ah. So, dann Mark. Ja, machen wir auf. Detect Magic. Ring. Ja, okay. Der scheint irgendwie stark zu sein. Wenn er so teuer ist. Warte mal. Silver Cauldron of Strength. Ah, krass. Dann Ring of Wizard's Fire. Bracelets. Ja, komm. Hier, Adamantium Bracelet. Ah, okay, geil. Crystal. Ja. Crystal of Fireball, Mark of Curse, Ring of Wizard's Fire, Adamantium Bracelet, Belt, I can tell, yeah, 1162 kostet das, okay. Belt of Agility, Amulett, ja, 187 wieder. Mithril Amulett, okay. Bei dem. You already know what it is. Okay. Wir haben schon krasse Sachen im Inventar, wenn wir ehrlich sind. Warte mal, das will ich mir ganz genau angucken. Mark of Curse. So, Mark of Curse. 11 Charges left. Crystal of Fireball. 20 Charges left. Ring of Wizard's Fire, 36 Charges left, Adamantium Bracelet, minus 4 to RL, weight on R, okay. Belt of Agility, plus 15 Agility, nice. Ebony Talk, Mithril Amulet, minus 3 to RL, weight, okay. Ah, und hier wollten wir noch was kaufen, 62, also wir brauchen 38. 38 Potions. Bei Potion. Potion of Healing. 3, 8. 1900 Gold. Ja. Und wie viel Geld haben wir jetzt? Ah, knapp unter 50.000. Aber egal. Also die Dinger, die blau sind, müssen wir immer wieder hier, also müssen wir nicht unbedingt, aber können wir einfach mal hier, wie heißt das, wollen wir, oder warte, wollen wir mal nach Windhelm reisen? Oder nach Riften, die Stadt, der Diebesgilde?
Windhelm? Ich glaube, naja, Riften können wir später. Windhelm, das ist ja in der Nähe. 6 Tage, ja. Reisen wir mal dahin. Bin gespannt, was es da alles gibt. You have arrived in City State of Windhelm in Skyrim Worlds. The date is Midas, 23rd of Heartfire, in the year 3. Ära 390. It took 6 days to reach your goal. Let all who enter Windhelm know of us. Be love to at death and thirst for life. Be not afraid, but instead enter bravely and live well. Ah, geil, und hier direkt ein Waffenladen. Suchen wir mal den Eingang. Oh, perfekt. Ja. So, du sag mal. Was hast du hier? An eben Erzdingern? Hier hat er nichts. Bisschen enttäuschend. Auch enttäuschend. Dann gehen wir wieder. Dann können wir auch wieder gehen. Da ist der nächste Waffenladen. Immer diese Ruckler. Hier geht's nicht weiter. Oh, sind gleich ganze 2 Stück hier. Ja. Und gucken wir mal. Nein. Er hat hier nichts. Oh, ein bisschen enttäuschend, wirklich. Enttäuscht mich richtig, dass hier nichts aus Ebenerz zu finden gibt's. Ich hoffe, hier gibt es noch eine Tür. Ja, hier gibt es noch einen Laden. Ich hoffe, der hat jetzt was. Egal, dann lassen wir hier reparieren unsere Sachen. 8 Graves, ja. 6 Gold. Repair. Naja, noch einen Job hinzutun. Ja. Und 7 Gold, 10 Tage. Okay, hier können wir nichts mehr. Ja? Markieren wir uns das hier mal. Dann machen wir so, dass hier in den 3, wir werden jetzt unsere ganzen Sachen da reparieren lassen. Und dann scheißen wir mal drauf, was Dingens hier eben jetzt erstmal angeht und machen uns dann auf den Weg in der nächsten Folge oder übernächste auf jeden Fall spätestens nach Labyrinthion.
3000 Gold eben jetzt hin reparieren. Ach du Scheiße, okay. Boah, das wird teuer, wenn wir alles aus eben jetzt haben. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Hier können wir nicht noch mehr. Und dann hier noch den Rest. Repair. Obwohl, den Ring können wir... Den Ring können wir verkaufen. Ja. Komm, 2212. Wir können ja eh nicht zaubern, deswegen können wir den verkaufen. Ah, der braucht nicht repariert zu werden. Gut. Geld auf Agility. Der braucht auch nicht. Nice. Ebony Talk. Braucht auch nicht. Nice. Warte mal. Das alles brauchen wir nicht zu reparieren. Also hat der jetzt nichts von uns. Wir sind noch bei 47.000, das ist gut. Und hier sind wir erstmal alles überall minus 6. Aber... Und Level 14. Dann suchen wir mal die Magiergilde. Weil der hat vielleicht doch etwas für uns. Südlich müssen wir schauen. Haben wir hier überhaupt durch? Wenn der jetzt nichts aus Ebenerz hat für uns, dann geben wir das erstmal bis nach Labyrinthion auf. Es sei denn, Labyrinthion finden wir auch noch was aus Ebenerz. Moin, du sag mal. Magiergilde? I will check in the, to the south. Okay. Okay, normalerweise ist es auch einfach zu erkennen. Könnte das es vielleicht sein? Oder wir machen hier einen kleinen Zwischenstopp. Uns hier das mal an. So, komm. Bitte irgendwas aus Ebenerz. Hat er nicht, dann ist er uns egal. Das ist auch ein interessantes Gebäude, wirklich. So. Ich glaube, das ist schon die Magiergilde. Die sieht auf jeden Fall ganz anders aus. War auch nicht blau, aber... Ich frag mal den.
Nur um ganz sicher zu gehen. Hat das uns markiert? Okay, was ist dann das hier? Ah, da ist die Magiergilde. Jo. So, meine Herr, du hast bestimmt was an magisches, ebenerziges. Dwarven Bracelet, ne? Ne, der hat leider nichts. Shari. Aber in Nimbleton City hatten die doch vielleicht noch etwas aus Ebenerz, was ich gebrauchen konnte. So, jetzt will ich aber wissen, was das ist. You think you should be able to pick this lock? Nee, das lassen wir. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!